Viele Forschende sind sich einig, der Klimawandel ist eine unabwendbare Katastrophe. Eine, der wir nicht den Rücken zukehren können und auch nicht wollen. Wir wollen etwas dagegen tun und gegensteuern. Genau das Gleiche tun Banken und Sparkassen auch. Aber wie genau machen sie das? Um diese Frage zu beantworten, habe ich drei Personen der Sparkassenfinanzgruppe am Strand getroffen. An dieser Stelle vielen Dank an euch, ihr seid beim Insta-Aufruf gefolgt und habt fleißig Fragen für dieses Interview geschickt. Warum wir uns hier am Strand treffen? Naja, noch sind wir im Trockenen. Aber der Meeresspiegel steigt und hier stehen geht dann nicht mehr. Bis circa hierher wird alles verschluckt sein. Vielleicht vorab noch, wenn ich von den Sparkassen spreche, ist damit gemeint bundesweit 363 Institute, über 12.000 Geschäftsstellen und mehr als 200.000 Mitarbeitende. Deswegen sitzen hier auch drei Personen in Vertretung dieser großen Menge an Menschen, was ja irgendwie auch eine Menge an Meinungen sind. Die Sparkassen setzen sich mittlerweile auch für das Thema Nachhaltigkeit ein. Warum erst jetzt? Erst jetzt würde ich so nicht stehen lassen wollen. Es gibt zum Beispiel die Selbstverpflichtung der Sparkassen, in der sie sich zu den Pariser Klimazielen bekennen und auch sagen, dass sie ihre eigenen Geschäftsbetriebe bis 2035 klimaneutral und CO2-neutral haben wollen. Dann Stichwort nachhaltigere Geldanlagen. Seit August gibt es ja eine EU-Vorgabe, dass Kundinnen und Kunden gefragt werden müssen in der Beratung, wie sie es eigentlich mit der Nachhaltigkeit halten wollen. Und das machen Sparkassen schon, bevor es diese Vorgabe der EU gab. Was machen die Sparkassen denn konkret zum Thema Nachhaltigkeit, Sebastian? Das fängt dann bei ganz einfachen Sachen an, wie dass wir zum Beispiel da gesagt haben, wir beziehen überall nur noch Ökostrom. Wir fangen jetzt an, auch sozusagen eigene Energieerzeugungsanlagen aufzubauen. Wir haben uns aber auch genau angeguckt, wo investieren wir eigentlich unser eigenes Geld, in welchen Aktien beispielsweise steckt das und müssen wir da vielleicht ein bisschen was umschichten. Und das ist, glaube ich, aber auch noch ein weiter Weg. Wir sind gut unterwegs, aber eben auch noch am Anfang. Das stimmt schon. Wie definiert ihr denn Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeit ist für uns, glaube ich, vor allen Dingen erstmal wichtig, dass es auf eben nicht nur so das ist, was man vielleicht vermeintlich meint, von wegen irgendwie Umweltschutz. Also wirklich, dass es um ökologische Fragen geht, aber eben auch um soziale Fragen und auch um wirtschaftlichen Fragen. Und in diesem Dreiklang quasi eigentlich zu sagen, wir wollen eben verantwortungsvoll mit all dem umgehen, was unser Globus, unsere Gesellschaften ausmachen, um das eben auch zu erhalten. Warum gibt es noch kein grünes Konto und was ist eigentlich ein grünes Konto? Die Stadtsparkasse Düsseldorf hat sich im April dieses Jahres dazu entschieden, das S-Startkonto als nachhaltiges Konto zu gestalten. Ein Konto, bei dem es nahezu kein Papier genutzt wird. Das ist ein Online-Konto und den Ausgleich der Emissionen, die für die Rechenleistung, die dahinter verbunden ist, für den Weg in die Filiale, all das gleichen wir aus. Das ist ein Versuch, ein Start. Ich finde ihn ganz gelungen. Wo soll es hingehen? Mehr dieser Konten zu machen. Nicht nur eins für ein Segment. Gibt es regionale Beispiele oder Initiativen, bei denen sich die Sparkassen für Nachhaltigkeit besonders einsetzen? Wir haben uns als Sparkasse in dem sogenannten Öko-Profit-Projekt engagiert. Das ist ein Projekt, das wird auch staatlich gefördert. Das Ziel ist eigentlich, verschiedene Unternehmen zusammenzubringen. Und dann macht man im Grunde ein Jahr gemeinsam so ein Programm, wo man sich verschiedene Fragestellungen anschaut, wie man den eigenen Betrieb nachhaltiger aufstellen kann. Wieso legt ihr nicht offen, wer eure Kreditnehmer sind? Das ist nicht Aufgabe der Sparkassen. Das können die Unternehmen machen, wenn sie das gerne möchten, offenzulegen, wo sie investiert haben. Naja, und ganz nebenbei gibt es noch das Bankgeheimnis. Das Bankgeheimnis besagt, dass Banken keine Informationen weitergeben dürfen. Es sei denn, die Kundin hat eingewilligt. Das ist nicht gesetzlich verankert, sondern findet sich meist in den AGBs wieder. Ihr habt auch Mitarbeitende aus der Sparkassenfinanzgruppe um Fragen gebeten. Und eine Frage war, müssen es Papierkörbe aus Plastik sein oder könnten das einfach auch welche aus Bambus sein? Also ich würde sagen, erstmal haben wir noch eine ganze Menge von Papierkörben und tendenziell geht ja auch der Trend dahin, dass man in Zukunft vielleicht etwas weniger Papierkörbe braucht. Also Stichwort Achtsamkeit im Sinne von Nachhaltigkeit ist, glaube ich, erstmal ein ganz guter Ansatz. Es macht keinen Sinn, das wegzuschmeißen und dann ein neues Bambus zu kaufen, ist richtig. Genau. Absolut. Ihr habt ja einige Gebäude. Kann da nicht einfach Photovoltaik drauf? Bei einer städtischen Sparkasse ist es nicht so einfach, überall Photovoltaikflächen anzumieten und auch nicht alle Gebäude sind dafür geeignet. Aber wir prüfen das, was möglich ist. Wir haben jetzt im Ergebnis dessen auch angefangen, jetzt in diesem Jahr die erste PV-Anlage zu bauen. Und ich glaube, wir werden noch in Zukunft mehr PV-Anlagen auf Sparkassengebäuden sehen, da wo es geht. Ich habe noch eine User-Frage für euch. Wie hoch ist der CO2-Fußabdruck der Sparkassen durch eure Gebäude, Fahrzeuge etc.? Wir haben für das Jahr 2020 und 2021 eine CO2-Bilanz aufgestellt. Im Jahr 2021 lagen wir bei 3.400 Tonnen. Ist das gut oder ist das schlecht? Das ist immer schwierig zu beantworten. Ja, die Zahl ist für mich jetzt auch sehr
nicht so viel aussagend. Ja. Wir sind ganz zufrieden. Okay, also das ist vielleicht eine gute Frage. Ihr seid ganz zufrieden. Ja. Aber seid natürlich stetig dran, das zu verbessern. Genau. Eine schöne Frage, auch aus der Community, muss ich jetzt nochmal wieder einwerfen. Warum werden immer noch Verträge, Depot, Kontoauszüge in Papier gesendet? Bei uns ist es so, dass eigentlich, die Zahl weiß ich ehrlich gesagt nicht aus dem Kopf, aber ein Großteil der Kundinnen und Kunden wirklich ihre Papiere, die sie früher sozusagen am Drucker sich gezogen haben, heute dann digital in das E-Postfach bekommen. Einzelne wollen oder können das vielleicht nicht, aber das ist echt die Minderheit inzwischen. Es gibt eine ganze Menge verschiedener Nachhaltigkeitskriterien, an denen die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens, aber auch das Unternehmen selbst bewertet werden kann. Neben Klimaschutz und Energieeffizienz ist auch Geschlechtergerechtigkeit ein wichtiges Kriterium. Wie viele Frauen und wie viele Männer sitzen bei euch im Vorstand? Herrscht ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis in Führungspositionen? Bei uns ist es so, wir haben ein vierköpfiges Vorstandsteam in Münster und davon ist ein Vorstandsmitglied eine Frau. Ne, im Vorstand dann logischerweise rechnerisch 25%. Über die Führungsposition insgesamt vielleicht verglichen 37%. Also ich glaube, wir haben beim Thema Gleichstellung von Frauen und Männern schon erste, auch sichtbare Erfolge erzielt, aber es ist gleichzeitig auch tatsächlich noch Luft nach oben. Was tun die Sparkassen denn gegen geschlechtsspezifische Diskriminierung am Arbeitsplatz? Also erstmal haben wir zum Beispiel im vergangenen Jahr uns selbst eine Diversitätsrichtlinie gegeben, die eben auch geschlechtsspezifische Diskriminierung ausschließt. Und bei Sparkassen wird ja nach Berufsgruppen bezahlt. Das heißt, da habe ich ja schon eine Gleichstellung der Geschlechter, weil maßgeblich ist halt eben die Tätigkeit, die ich im Unternehmen ausübe. Wie engagieren sich die Sparkassen für die LGBTQIA+-Community? Ich würde gerne ein Beispiel erzählen. Wir haben vor kurzem für den Pride Month unser Logo in Regenbogenfarben umgefärbt in den sozialen Netzwerken. Für uns ist das aber tatsächlich ein Anliegen, weil Deutschland ist bunt, die Sparkassen sind bunt, die Sparkassenbelegschaft ist auch bunt. Um dem einfach eine Stimme zu geben, haben wir uns für dieses äußere Zeichen entschieden. Und gleichzeitig gibt es nach innen zum Beispiel Netzwerke für die queere Community, in denen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter miteinander vernetzen und austauschen können. Es gibt weitere Nachhaltigkeitskriterien, wie zum Beispiel die ESG-Kriterien oder solche, die auch die EU-Taxonomie abdeckt. Ein Kreditgeber hat die Möglichkeit, sein Engagement in verschiedene Bereiche zu lenken. Die Sparkassen machen sich in erster Linie für ihre jeweilige Region stark. Die Region ist das Zuhause der Sparkasse. Von daher ist es uns ein großes Anliegen, die Region, in der wir tätig sind, zu fördern. Und betreiben die Sparkassen gezielt regionales Investment auch, um die lokalen, vielleicht auch kleineren Geschäfte zu unterstützen? Absolut. Sparkassen sind für ihre Region da. Sie kennen die Menschen vor Ort. Sie kennen die Unternehmerinnen und Unternehmer. Der allergrößte Teil der Investitionen ist regional. Ein weiteres Kriterium wäre Natur und Umwelt. Erhalten wir unsere Umwelt und biologische Vielfalt, erhalten wir damit auch ein Stück weit unsere eigene Lebensgrundlage. Also gilt es, Umweltzerstörung zu verhindern und Umweltschutz zu leisten. Werden mit den Geldern der Sparkassen Projekte und Unternehmen finanziert, die der Umwelt und der Natur nützen? Auf der einen Seite müssen wir unsere Kunden, die vielleicht noch nicht so nachhaltig sind, auf der Transformationsschiene begleiten. Und zum anderen müssen wir sehr genau schauen, dass wir unseren öffentlichen Auftrag und die Versorgung der Region auch mit Krediten gewährleisten können. Und diesem Spannungsfeld bewegen wir uns. Und das wird eine Herausforderung auch noch für die nächsten Jahre sein. Veröffentlichen einige Sparkassen ihre Nachhaltigkeitsberichte und was wird darin erklärt? Sparkassen sind sehr regional aufgestellt und da passen ehrlich gesagt manche der globalen Anforderungen an solche Nachhaltigkeitsberichte nicht. Du kriegst einfach die vielen tollen Projekte, die Sparkasse unterstützt, nicht da rein, wenn du in riesigen Dimensionen sprichst. Und das ist schade. Deshalb haben wir den Bericht an die Gesellschaft entwickelt, wo eben sparkassenspezifischer berichtet werden kann, wo man dann unter anderem auch nachlesen kann, wie groß der Anteil ist aus den Investitionen, die Sparkassen unterstützen, die in nachhaltige Projekte gehen. Ob grünes Konto oder nachhaltige Anlagestrategie, meine Finanzen haben einen Einfluss in der Welt. Also längst überfällig, sich mal aktiv damit auseinanderzusetzen. Denn wie du denkst und handelst, hat nicht nur enorme Folgen für dich, sondern auch für dein Umfeld. Vielleicht denkst du von dir, dass du selbstlos handelst, aber stimmt das auch immer? Und ändert sich deine Motivation, wenn es um Geld geht? In diesem Video hat mein Kollege Kurono das mal bei 6 Personen getestet. Bis zum nächsten Mal. Bussi. Baba.